Jeden Tag sehe ich auf Social Media Unternehmen, Einzelpersonen und Politiker, die sich ziemlich lächerlich machen. In diesem Video zeige ich euch, was man machen muss, damit man sich eben nicht lächerlich macht. Also bleibt dabei, jetzt geht's los. Ich bin ja seit 2005 aktiver Blogger und Social Media User. In dieser Zeit habe ich viele Politiker, viele Einzelpersonen und viele Unternehmen gesehen, die sich auf Social Media mehr oder weniger lächerlich gemacht haben. So gab es vor ein paar Jahren den sogenannten Kristallnacht-Tweet oder sogar den IQ-Tweet, die sind hier in der Schweiz sehr bekannt. Die haben Politiker sogar zu Fall gebracht. Ja, nicht nur alte Politiker machen diesen Fehler, sondern auch Neupolitiker. So hat zum Beispiel vor ein paar Tagen eine junge grüne zukünftige Politikerin gesagt, dass man mit veganer Blut Krebs heilen kann. Es ist eigentlich ein Wunder, dass sie nicht gesagt hat, dass man damit den Weltfrieden fördern kann, dass AIDS geheilt wird und vor allem, dass man damit die Impotenz heilen kann. Ja, es ist also nicht verwunderlich, dass diese Frau innerhalb wenigen Stunden auf Social Media und auch in der Presse verrissen worden ist, so dass sie sogar ihre Kandidatur in der Nationalratswahl gefährdet sah. Sie hat zwar dann in einem weiteren Video sich noch mehr lächerlich gemacht, indem sie sagte, Langstreckenflüge seien weniger schädlich für die Umwelt als Kurzstreckenflüge. Auch da hat sie ein paar Dinge im Kopf durcheinander gebracht. Aber eben, wie normale Politiker hat sie sich sehr lächerlich gemacht im Social Media. Aber wir müssen nicht nur in der Schweiz schauen, wo sich Politiker lächerlich machen. Ich denke jetzt da zum Beispiel auch an die Rede unseres Bundespräsidenten oder Bundesrats über den Tag des Kranken. Ich werde es hierhin noch verlinken. Aber auch in Deutschland, im sogenannten Blauen Imperium, gibt es immer wieder Politiker, die sich sehr dämlich verhalten. Mir persönlich ist es ja egal, wenn im Blauen Imperium der sogenannten EU-DSSR sich Politiker lächerlich machen. Ich finde es sogar sehr gut, wenn sich deutsche Politiker und französische Politiker dämlich verhalten, denn dann geht es so wie diesem Imperium. Genau, dann geht es der EU wie diesem Imperium. Es geht nämlich bald den Bach ab. Aber das ist ein Thema für einen anderen Blogbeitrag. Aber eben, auch in Deutschland gibt es immer wieder Politiker, die sich daneben benehmen. So war ja am letzten Wochenende die große EU-Abstimmung für neue Politiker im Europaparlament. Und im Vorfeld davor hat ein deutscher YouTuber ein gut einstündiges YouTube-Video veröffentlicht und hat dabei die CDU zerstört, in der man nämlich alle Fakten und Studien aufgezählt hat, die diese Partei ignoriert. Ja, Rezo hat ziemlich schnell ziemlich viel Aufmerksamkeit dadurch erhalten. Bis jetzt sind es knapp 13 Millionen Views, was ein sehr, sehr gutes Resultat ist. Und man muss sich nicht wundern, die Politiker, die wussten nicht, wie sie damit reagieren sollen. Zuerst hat die CDU nämlich ein Antwortvideo versprochen. Kein Wunder, sie haben dieses Versprechen natürlich nicht gehalten. Sie haben dann aber zwei Tage später ein 11-12-seitiges PDF veröffentlicht, das eigentlich nichts anderes ist als Selbstbeweihräucherung. Diese Politiker haben sich da ziemlich lächerlich gemacht, aber es gibt noch andere Politiker, die da nachgedoppelt haben. Als Reaktion auf dieses Video von Rezo haben sich auch andere Politiker lächerlich gemacht. So hat die Chefin der CDU, die Annegret Kramp-Karrenbauer, sehr komplizierter Name, sich ebenfalls lächerlich gemacht, indem sie öffentlich twitterte. Sie hat nämlich Folgendes getwittert, und zwar: Wenn einflussreiche Journalisten oder YouTuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist es eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen.
Also, sie hat dann ebenfalls gesagt, dass man die Meinung eigentlich mal ein wenig oder die Meinungsfreiheit im auf Social Media während Wahlkampf ein bisschen einschränken soll. Ich habe natürlich auch da die Tweets verlinkt. Aber eben, man muss sich nicht wundern, wenn eine Chefin einer großen Partei sagt, Zensur ist gut, dann dauert es nicht lange, bis sie auf Social Media verrissen wird und sogar in den Medien. Aber der Kampf der Meinungsdiktatur hat damit nicht aufgehört, sondern geht munter weiter. Da gibt es Politiker, die sagen, ja, ein 26-jähriger blauhaariger Typ, den muss man nicht ernst nehmen, der würde nämlich eh nur Geld für sein Video wollen und ihm geht es gar nicht um die Demokratie oder um die Wahlen. Ebenfalls sagten Politiker, dass alle YouTuber eh nur gekaufte Bots sind. Immerhin haben sich 70 YouTuber noch mit Rezo solidarisiert und mit einem anderen Video nachgelegt. Auch das hier werde ich hier verlinken. Ja, aber eben, man sagte da, YouTuber, Social Media Leute, die seien sowieso nur von Google und wo auch immer gekauft. So war es zum Beispiel bei Artikel 13. Und dann sagt man ebenfalls, die Schüler, die da täglich demonstrieren und auf Social Media über Friday for Future diskutieren, dass das ebenfalls nur gekaufte Kinder sind, die besser in die Schule gehen. Und wenn es ältere Leute sind, die was sagen, dann sind das sowieso nur halbtote Zombies, die sowieso in 15 Jahren tot sind. Aber man versucht wirklich eine Diskussion um dieses Thema zu verhindern, indem man ja die Messenger eigentlich vernichtet. So wie man es früher gemacht hat, wenn irgendwie ein Bote eine schlechte Nachricht gebracht hat, dann hat man ihn geköpft, weil er einfach eine schlechte Nachricht gebracht hat. Ja, das Leben als Politiker ist heute schon schwer. Früher, vor diesem Zeitalter des Internets, war es natürlich sehr einfach. Da konnte man als Politiker irgendwas sagen und dann kamen die kleinen Journalistenwelpen daher, haben sie angehimmelt und sofort alles unkommentiert übernommen, was die Journalisten geschrieben haben. Dann, wenn dann irgendwelch ein Bürger oder Bürgergruppe sauer wurde und einen Leserbrief geschrieben hat, dann konnte man den ignorieren. Ebenfalls, wenn so eine Gruppierung einen Brief geschrieben hat, konnte man ihn einfach in den Abfall werfen und ignorieren. Man hatte also nicht wirklich Zugang zu den Bürgern und die Bürger hatten keinen Zugang zu den Politikern. Heute ist es aber so, dank Social Media, der Weg zu einem Politiker oder zu einem Unternehmen ist sehr nah. Es ist nämlich nur ein paar Sätze twittern. Dann seht ihr es. Also die Grenze zwischen dem Volk und den Politikern oder dem Volk und einem Unternehmen, die sind verwischt. Heute ist alles auf Augenhöhe. Wenn ich ein Problem habe, dann schreibe ich einen Tweet, einen Facebook-Post und die Firma sieht das und diese Frage ist auch öffentlich. So sehen es alle, wenn diese Firma oder dieser Politiker keine saubere Antwort gibt. Und das ist genau das Problem. Die Firmen oder auch Politiker wissen gar nicht, wie sie jetzt mit diesen neuen Modulen mit Social Media umzugehen haben. So gab es vor ein paar Wochen eine neue Studie aus Deutschland, die von der Dirk-Merz-Kommunikationsagentur veröffentlicht worden ist. Dabei wurden 216 Landtags- und Bundestagsabgeordnete interviewt zum Thema Social Media. Ich möchte euch mal hier ein paar sehr spannende Punkte vorlesen. Und zwar sagen alle, dass sie sehr aktiv auf Social Media aktiv sind. Sie sagen aber auch ebenfalls, dass die Social Media Kompetenz dieser Politiker sehr hoch eingeschätzt wird. Also sie glauben, dass sie wirklich sehr gut auf Social Media aktiv sind. Sie sagen aber ebenfalls, dass 95% mit dem Klima auf Social Media Mühe hat und nur 5% der Leute, der Politiker, sind zufrieden mit dem Klima. Meistens sind die Politiker eigentlich nur auf Facebook aktiv, ein bisschen auf Twitter und ein bisschen auf Instagram. Die meisten Politiker aber, die verwenden Social Media als Monologkanal und nicht als Dialogkanal. Sie veröffentlichen jeden Tag irgendwie eine Pressemitteilung oder irgendein Statement, aber aufs Feedback, das darauf hinfolgt, auf das gehen sie gar nicht ein.
Genau das ist das Problem. Sie wissen nämlich gar nicht, wie man eigentlich mit Social Media umgeht. Und das merkt man auch daran, dass sie nur so 15 bis etwa eine Stunde pro Tag mit Social Media beschäftigt sind. Und wenn man nur so 15 Minuten lang auf Social Media was veröffentlicht, dann hat man ja gar keine Zeit, auf die Reaktion Acht zu geben und auch mit einem Bürger in einen Dialog einzutreten. Spannend vor allem ist, dass vor allem die AfD sehr eine aktive Social Media Kommunikationsstrategie betreibt und die Grünen, die eigentlich auch sehr aktiv sind, die ignorieren ihre Bürger. Da sieht man schon wirklich AfD sehr aktiv. Sie geht auch auf Diskussionen ein, währenddem die Grünen eigentlich nur Monologe betreiben. Das hat eigentlich nichts zu bedeuten. Ich finde es einfach sehr spannend, wie eine relativ neue Partei mit Social Media umgeht und wie eine eher ältere Partei mit Social Media umgeht. Nun habt ihr also viele Fails von Politikern gehört. Und nun möchte ich eigentlich mal diesen Politikern zeigen oder auch sagen, was man tun kann, damit man die Social Media Kompetenz erhöhen kann. Also, wenn ihr, liebe Politiker, ein bisschen aktiv auf Social Media werden wollt, das gilt natürlich auch für Einzelpersonen oder Unternehmen, also schaltet nicht ab. Ja, da muss man sich genau überlegen, ja, was will ich denn mit Social Media erreichen? Möchte ich jetzt einfach meine Message raushauen und die Leute ignorieren? Da muss man kein Social Media betreiben. Will ich nur Presseerklärungen raushauen? Da muss ich keine Social Media betreiben. Also auch als Unternehmen nicht. Wenn ich aber wissen will, ja, was der User, der Bürger, der Kunde von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung oder von mich als Politiker hält, dann ist man auf Social Media genau richtig. Ja, man muss sich also wirklich überlegen, ja, was will ich denn auf Social Media erreichen? Und das muss man sich im Vorfeld überlegen. Denn wenn man nicht weiß, was man will, dann kann man auch keine Strategie fahren. Es gibt ja immer noch viele Leute, die glauben, wenn ich auf Social Media was rauslasse, dann ist es innerhalb wenigen Stunden gelöscht und vergessen. Viele denken, Twitter, Facebook sei so wie Snapchat oder Instagram Stories, wo innerhalb 24 Stunden alles gelöscht ist. Aber ich muss euch leider enttäuschen, alles, was ihr auf Online veröffentlicht, wird irgendwo gespeichert. Also wenn ihr als Politiker einen dummen Witz rauslässt, ja, dann bleibt dieser dumme Witz für immer online. So hat es Heribert Hirte gemerkt, der öffentlich einem anderen User sagte, er wisse gar nichts, er hätte nämlich, also Heribert Hirte hätte nämlich mehr Follower als der User. Er hat sich dann wohl diesen Tweet löschen lassen oder selber gelöscht, aber er hat sich auch ziemlich schnell lächerlich gemacht und gemerkt, dass dieser Tweet eben nicht unbemerkt geblieben ist, sondern er wurde dann ziemlich in den Kakao gedreht. Und jetzt gibt es ein paar Heribert Hirte-Memes. Und nun, sobald er weiß, was das Ziel ist von Social Media, dann muss der Politiker sich natürlich überlegen, auf welchem Kanal möchte er das machen. Wenn er auf Social Media ist, wie gesagt, das ist ein Dialogkanal und kein Monologkanal, dann muss er auch auf die Leute hören. Er muss auch auf die Leute eingehen. Er muss auf Lob eingehen. Er muss auf Kritik eingehen. Er muss einen Dialog führen. Wenn er nur Pressemitteilungen raushauen soll, dann soll er nur Pressemitteilungen raushauen und zum Beispiel die per PDF den Journalisten zuschicken. Also er muss sich überlegen, ja, was will ich? Wo gefällt es mir am besten? Bin ich am liebsten auf Facebook, auf einer Fanpage, auf einem Privatbereich, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram oder mache ich ein Newsletter oder einen Blog? Alles das ist heute Social Media. Aber eben, man muss mehr als 15 Minuten investieren pro Tag, um auf Social Media aktiv zu sein. Danach habe ich mir überlegt, ja, was will ich machen? Ich weiß, dass ich aufpassen muss, was ich sage, und ich weiß jetzt, wo ich was sagen kann. Und dann kann es losgehen. Nun habe ich hier ein paar Regeln zusammengestellt, die eigentlich Politiker, auch Unternehmen beachten müssen, damit sie auf Social Media erfolgreich sind. Und zwar fangen wir mal an mit dem Ton eines Politikers. Wenn nämlich ein Politiker was auf Social Media sagt, dann muss es anständig sein. Da muss man nämlich auf seine Worte achten, denn sonst wird irgendwie den Mund mit Seife ausgewaschen oder man bekommt mit dem Teppichklopfer eins aufs Füdle.
Also, so geht es auch online. Wenn ich nämlich anständig zu den Leuten bin, dann bin ich auch meistens oder dann sind die Leute auch meistens mit mir anständig. Natürlich, man muss wissen, dass man 50% der Leute auf Twitter und Social Media als Fan hat und 50% hassen einen. Vor allem in der Politik ist es so, ich kenne sie aus der Schweiz nicht anders, da ist man links, rechts und dann wird hart diskutiert. Aber eben, diese Diskussion muss anständig geführt sein. Ich wohne ja, wie gesagt, in der Schweiz und da ist man sich gewöhnt, dass man vor einer Abstimmung, beim Abstimmungskampf, wirklich hart zur Sache geht. Da hauen sich die Linken mit den Rechten, da hauen sich die Rechte mit den Linken, da hauen sich einzelne Gruppierungen die Köpfe ein, aber sobald die Abstimmung durch ist, dann ist wieder Friede da. Dann geht man was zusammen trinken und hat wieder Spaß bis zum nächsten Wahlkampf. Wenn man aber eine Gruppierung wirklich den Mund verbietet, also eine Zensur einführen möchte, dann ja passiert das Gleiche wie jetzt zum Beispiel in Frankreich mit den Gelbwesten, die ja schon fast einen Bürgerkrieg gegen den Präsidenten führen. Und genau aus dem Grund, oder um das zu verhindern, sollte man auch auf die Leute hören. Also, da sind wir beim zweiten Punkt. Man ist nicht nur anständig im Ton, sondern auch anständig zu den politischen Gegnern. Natürlich ist man eher ein rechter Politiker, dann gehen einem die Grünen auf den Wecker. Ist man ein Grüner, dann gehen einem alle anderen auf den Wecker. Aber man ist in der Politik, das sind wohl alles Politiker, die sich ans Gesetz halten. Also da muss man sich auch da ans Gesetz halten. Man ist anständig miteinander. Man macht sich nicht gegenseitig fertig. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, dieses Strache-Video in Österreich ist ein politischer Mord gewesen. Auch das könnte man sagen, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn man nämlich mit den Gegnern anständig sich unterhält, dann kann man nämlich einen Dialog führen und vielleicht daraus sogar was lernen und eine bessere Position entwickeln. Als Beispiel nehme ich jetzt mal die SVP. Die SVP in der Schweiz, das ist eine rechte Partei, die ist stolz auf die Schweiz und die geht auch immer wieder auf die Linken, zum Beispiel die SP, los. Aber beide Parteien, die sind etwa gleich stark und gleich laut und sie nehmen sich ernst. Man diskutiert miteinander, man streitet miteinander, mal gewinnen die Rechten, mal die Linken. Jetzt nehmen wir Deutschland mit der AfD. Da wird einfach eine Partei, die jetzt was 10, 20, 30% der Bürger als Fan hat, die ignoriert man, die versucht man mundtot zu machen. Mir als Eidgenosse tut das wirklich weh. Wie kann man eine ganze Gruppierung unterdrücken, ohne auf sie zu hören, vor allem wenn es eine offizielle Partei ist. Denn wenn es nämlich eine Gruppierung von Kriminellen wäre, dann wäre doch diese Partei schon längst verboten und ja, dann müsste man nicht mehr auf sie hören. Ich habe schon Stunden und Tage mit Diskussionen mit Deutschen verbracht, um genau dieses Thema. Die meisten sagen ja, AfD seien die neuen Nazis, mit denen diskutiert man nicht. Ja, wenn man sie aber nicht diskutiert, dann weiß man nicht, was die so denken, sie werden radikal und irgendwann hat man dann irgendwelche Straßenbomben in den Städten und sowas. Und ich glaube weniger, dass uns das gefallen würde. Darum, nur wer nicht mehr diskutiert, der greift zu den Waffen. Solange man diskutiert, ist diese Gefahr sehr klein. Also, man ist nicht nur anständig zu den Bürgern da draußen, sondern auch zu den politischen Gegnern. Danach ist man auf Social Media kein Spammer. Also wenn ich was rauslasse, dann höre ich auch auf die Leute, ich möchte einen Dialog haben. Ich poste nicht einfach einen Link und einen Satz und fertig und mache das Woche und Monate lang, sondern ich diskutiere mit den Leuten. Also ich bin kein Spammer, sondern ich bin ein aktiver Teilnehmer von Social Media. Und auch das müssen Politiker wirklich lernen. Und wenn dann mal so ein Post oder so ein Kommentar ein wenig Wellen geschlagen hat, dann versucht man es nicht einfach zu unterdrücken, indem man es löscht, sondern man lässt es bleiben und sagt Entschuldigung oder korrigiert sich oder verbessert sich. Wie gesagt, auch Politiker sind Menschen, auch die machen Fehler, auch bei denen kann mal ein Witz in die Hose gehen. Dazu kann man stehen, das ist keine Schande. Auch bei mir, ich bin seit 11 Jahre auf Social Media wirklich aktiv, Twitter, Facebook zum Beispiel. Und auch da mache ich täglich einen Witz. 60% der Witze kommen an und 40% da habe ich schon ziemlich Ärger bekommen.
Und wenn ich dann sage, ja, Entschuldigung, habe ich nicht so gemeint, oder Entschuldigung, dieser Witz ging in die Hose, dann habe ich noch nie irgendwie ein Problem gehabt. Auch das können die Politiker lernen. Wie ich ja schon sagte, das ist auch der nächste Punkt, auf Social Media gibt es etwa 50% der Leute, die einem lieben und etwa 50%, die einem hassen. Das ist ganz normal und in der Politik hat jeder eine andere Meinung. Und genau darum muss man nicht nur einen anständigen Ton finden, sondern auch einen freundlichen Ton und einen Ton, der nicht beleidigt. Wenn ich zum Beispiel oder wie jetzt diese lustige deutsche AKK-Präsidentin, die Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagte ja, dieser 26-jährige Rezo mit den blauen Haaren ist sowieso nur ein Kind, auf den müssen wir gar nicht hören. Andere Politiker sagten dann, ja, YouTuber sind sowieso nur gekaufte Bots von Google, auf die müssen wir nicht hören. Oder eben, sie sagen zu den Friday for Future Schüler, die da täglich demonstrieren, ja, das sind sowieso nur Kinder, die würden besser in die Schule gehen und die Politik uns überlassen. Oder dann sagen, oder gibt es Leute, die sagen, ja, 60-Jährige dürfen sich nicht mehr äußern, denn die sind sowieso mit einem Bein bereits im Grab und wissen nicht, was sie reden. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Leute, die werden primitiv, die werden beleidigend, die werden auch so primitiv, die dann irgendwann eine Grenze überschreiten und dann darf man sie ruhig anzeigen. Auch ein Politiker muss sich nicht alles bieten lassen. Sage ich einem Politiker, hey, du bist ein Depp, oder dieses Zitat ist ein totaler Bullshit, dann muss der Politiker das aushalten. Wenn aber ich einem Politiker eine 9 mm Patrone per Post schicke, dann muss er das nicht mehr aushalten, sondern kann er mich wirklich gleich anzeigen. Also auch Politiker können ein gewisses Niveau erwarten und wenn die Leute das unterbieten, dann darf man es auch anzeigen. Das ist ganz normal, denn Gesetze gelten nicht nur für uns Bürger, sondern auch für Politiker. Dann wichtig auf Social Media. Wir sind alle Menschen. Wir lernen, wir machen es besser. Auch Politiker dürfen was lernen. Wenn ich bisher als Politiker zum Beispiel die AKWs, die Kernkraftwerke, vergöttert habe und sagte, das ist die einzige wahre Stromerzeugung oder gesunde Stromerzeugung. Und jetzt wird man zum Beispiel bessere Solarpanels erfinden. Dann darf auch ein Politiker davon lernen und sagen, ja, hey du, jetzt. Oder bisher ist Kernkraft in meinen Augen besser gewesen, aber jetzt mit diesen neuen Solarpanels müssen wir eine neue Strategie machen. Also auch Politiker dürfen ihre Meinung ändern. Sie dürfen aber nicht wie eine Windfahne einmal A und einmal B und einmal A und einmal B sagen, sondern sie müssen eine Linie machen. Wenn sie ihre Meinung ändern, dann dürfen sie das auch sagen und wir in der Bevölkerung müssen das auch aushalten. Es darf aber keine Show sein, sondern der Politiker muss wirklich klar darlegen, warum er denn was gelernt hat. Es gibt da ein bekanntes Zitat von Konrad Adenauer, das ich jetzt gerne zitieren würde. Der erste Teil, den kennt ihr alle. Es heißt nämlich, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist der erste Teil des Zitats. Der zweite Satz des Zitats, der wird meistens unterschlagen, aber der ist wirklich spannend, denn er sagt nämlich im gesamten Zitat, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich daran, weiser zu werden. Und ich glaube, genau in diese Richtung geht es. Ja, ich darf heute was sagen, aber ich darf auch weiser werden. Ich darf was lernen. Ich darf was besser wissen. Das darf man auch als Politiker machen, aber man muss es so darstellen, damit man glaubwürdig bleibt. Wenn ich jetzt heute sage, AKW ist gut und morgen sage ich nein, nur Solarpanel ist gut und übermorgen sage ich nein, AKW ist das, dann weiß der Bürger gar nicht mehr, was ist denn meine Linie, was vertrete ich, was sind meine Meinungen. Dann wird er unglaubwürdig und ja, dann wird er abgewählt. Das ist das Problem von den heutigen Politikern mit Social Media. Die wissen nicht, wie man mit Social Media umgeht, sagen einmal A und einmal B und einmal A und einmal B. Dann kommen kleine Kinder, YouTuber, alte Leute, junge Leute, die ihnen genau diese Zitate vor die Nase reiben und dann merken diese Politiker, Scheiße, ich wurde erwischt, wie ich wie eine Windfahne im Wind drehe.
Und anstatt dann zu ihren Fehlern zu stehen, versucht man ja eine Zensurmöglichkeit einzuführen, damit man ja nicht mehr von kleinen 12-jährigen YouTubern blamiert wird. Ja, das war's nun. Ihr habt nun gelernt, was man als Politiker oder als Unternehmen machen muss, damit man sich auf Social Media nicht lächerlich macht. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn man auf Social Media aktiv ist, dann sollte man mehr wie 15 Minuten investieren. Man sollte nämlich einen Dialog führen und keinen Monolog. Wer nur einen Monolog führen möchte, der soll weiterhin nur mit Journalisten reden. Wer aber wirklich wissen will, was die Bevölkerung so denkt und auch um den eigenen Horizont zu erweitern, sollte man einen Dialog mit den Bürgern führen. Man sollte sie nämlich als echte Menschen anschauen, so wie der Bürger die Politiker als echte Menschen anschauen sollte. Ich hoffe, diese Tipps und Tricks bringen ein paar Politiker dazu, ihre Social-Media-Strategie zu überdenken. Natürlich kann man diese Strategie auch als Unternehmen anpassen oder auch als Einzelperson. Wir sind alles Einzelpersonen. Auch ein Politiker ist eine Einzelperson. Auch ein Unternehmen besteht aus Einzelpersonen. Also wir alle können aus diesem Video lernen. So, ich freue mich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ich freue mich natürlich doppelt, wenn meine Hater einen Daumen runter geben. Ich freue mich aber auch auf Kommentare. Ihr dürft da ruhig schreiben, dass diese Tipps und Tricks nicht bringen, oder ihr dürft mir auch ein paar neue Tipps und Tricks zeigen, wie Politiker noch was lernen können. Ich hoffe, in den Kommentaren unten gibt es eine sehr spannende Diskussion. Ich werde dann dazu noch einen Blogbeitrag schreiben. Natürlich auch da dürft ihr einen Kommentar schreiben. Ebenfalls wird dieses Video als Podcast veröffentlicht. So, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Sehr.